Der Deutsche Satirepreis 2016 mit Oliver Kalkofe. Und wir kommen endlich zum dritten Nominierten, Horst Seehofer. Und weil es eine so poetische Nominierung ist, dazu ein kleines Gedicht. Es tobt und kreischt der Mob in Ocker, wenn Hotte kommt, der Bierzeltrocker. Ihm reißen Stimmband und Geduld, der Neger ist an allem schuld. Die Merkel pennt, der Horst ist panisch, die BRD wird muselmanisch. Er peitscht den Pöbel, Stimmung pur, Sehnsucht nach der Leitkultur. Der Staat braucht Mauern und auch Zäune. Das Land, das kriegt eine schöne Bräune. Wenn Hotte erst mal Kanzler ist, der Moslem sich ganz schnell verpisst. Burka, Bart und Schubbertänze, das wurmt den DJ Obergrenze. Worum's dem Bayern nun mal geht, das Brauchtum, die Identität. Besoffen sein, das Weib betatschen, bleibt Privileg der Wurstapatschen. Die Tracht, das Kreuz, die Religion, er ist der Häuptling der Teutonen. Denn kleiner Hotte wär ganz groß, wär er die Asylanten los. Im Team mit Dobrindt, Söder, Scheuer ist Horst der Manuel Paraneuer. Und in seiner Spielzeugeisenbahn fahren sie längst heim, die Muselmanen. Ach, liefe alles doch nur schneller, so wie in seinem Hobbykeller. Wäre das Leben wirklich fair, dann wäre unser Kanzler er. Außen Kruppstahl, innen Wurst, so ist er, unser Seehofshorst. Darum der hartnäckig erkämpfte dritte Platz auf unserer nominierten Liste an Horst Seehofer. Und nun sind wir alle gespannt, wer es geschafft hat. Drei waren nominiert. Erdogan, Trump, Seehofer. Und the winner ist, wie auch in den letzten Jahren mein Favorit, der Berliner Flughafen BER. Vielen, vielen Dank.